Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow's glistening. A beautiful sight, oh, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. Hallo, hallo, ihr lieben Kinder. Sicher habt ihr euch schon immer mal gefragt, wo eigentlich die Geschenke herkommen, die alljährlich unter eurem Weihnachtsbaum liegen. Sicher interessiert euch auch, woher ich weiß, was ihr euch wünscht, ob ihr brav oder unartig gewesen seid und wo ich eigentlich wohne, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, um euch die Weihnachtsgeschenke zu bringen. All das werde ich euch erzählen, wenn ihr ein wenig Zeit habt, mir genau zuzuhören. In the manor we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. Nun denn, hier oben in Lappland bereiten wir uns das ganze Jahr auf das große Ereignis vor, das auch ihr bestimmt sehnlichst erwartet. Weihnachten. Wir, das sind die Arbeitswichtel, meine Haushälterin und die Rentiere. In the manor we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. Ihr seid sicher schon gespannt, wie das bei uns im Weihnachtsdorf alles funktioniert. Wenn ihr das ganze Jahr artig gewesen seid, dann dürfen eure Eltern bei uns im Weihnachtsdorf anrufen und ein Geschenk bestellen. Der kleine Telefonwichtel aus der Auftragsannahme schreibt eure Wünsche auf und leitet sie an seine Kollegen, die Arbeitswichtel, weiter. Das ist, wie euch sicher denken könnt, sehr viel Arbeit, die ganzen Wünsche aufzuschreiben. Aber es kommen aus der ganzen Welt auch viele, viele Wunschzettel mit der Post. Weil es bei uns hier im Norden sehr kalt ist und sehr viel Schnee liegt, kommen die vielen Briefe der Kinder durch den tiefen Schnee mit den Postrentieren zu uns. Natürlich müssen alle Spielsachen konstruiert und geplant werden. Dafür ist unser Planungswichtel zuständig, den ihr gerade bei der Arbeit beobachten könnt. Nun seht ihr unsere Holzwerkstatt. Hier werden die ganzen Holzspielzeuge hergestellt, die ihr hoffentlich bald unter dem Weihnachtsbaum zu Hause findet. Bruno, pass auf, dass du dir nicht wieder in den Finger raspelst. Wir können uns jetzt vor den Festtagen keine Verzögerungen erlauben. Ach, Weihnachtsmann! Erinnere mich nicht daran. Letztes Mal musste ich alles mit links bauen. Hoffentlich haben es die Kinder nicht bemerkt. Sogar große Holzautos bauen unsere Schreinerwichtel nach Plan und probieren alles gerne selber aus, damit es bei euch zu Hause funktioniert und genauso viel Spaß beim Spielen bringt wie beim Bauen, wie ihr hier sehen könnt. Theo, achte bitte darauf, dass du die Kufen nicht wieder verkehrt herummontierst, wie letztes Jahr. Und fege bitte, wenn du fertig bist, die Werkstatt aus. Aber Willi verbummelt doch immer den Besen. Das haben wir gerne. Den ganzen Tag basteln. Aber abends soll ich die Werkstatt alleine sauber machen. Lass das nicht die Minchen hören. Dann gibt's heute Abend garantiert keinen Glühwein wie sonst. Ach, Minchen. Ich hab ja ganz vergessen, euch Minchen vorzustellen. Die Mutter der Wichtelkompanie. Minchen, komm, zeig dich mal und vergiss nicht, deinen hervorragenden Christstollen zu präsentieren, den wir alle so gern essen. Achtet bloß auf eure staubigen Schuhe, wenn ihr gleich aus der Werkstatt kommt, um bei mir in der Küche Pause zu machen. Da kümmere ich mich schon drum, dass sich alle die Schuhe vorher sauber machen. Habt ihr gehört? Ja klar, aber wir haben doch so kleine Füße, da kann man doch gar nichts mit staubig machen. Ruhe jetzt!
Denkt daran, das Spielzeug in die Versandabteilung zu bringen. Die wollen auch mal Pause machen. Ich frage mich die ganze Zeit, was die Kinder im Winter mit einem Hockeyset anfangen wollen. Jetzt schlägt's 13. Ihr Schlafmützen! Kommt denn keiner von euch auf die Idee, dass sich die Kinder ein Eishockeyset gewünscht haben könnten? Also, ich kann nur hoffen, dass die Eltern von diesen Kindern ein großes Wohnzimmer haben. Am besten eins ohne Fenster, damit es keinen Bruch gibt, wenn die lieben Kleinen am heiligen Abend die Schläger ausprobieren. Damit ich alle Überraschungen pünktlich ausliefern kann, habe ich meinen Freund Rudolf. Rudolf ist der Leiter der Transportabteilung und erstes Rentier an meinem Schlittengespann. Rudolf, zeig mal deine kalte, rote Nase. Rudolf! Rudolf! Rudolf, the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer games. So, liebe Kinder, jetzt habt ihr gesehen, wie die Geschenke entstehen, die ihr hoffentlich bald bekommt. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.